So sieht die Königshöfer Messe üblicherweise aus. Bis zu 200.000 Besucher vergnügen sich seit über 600 Jahren beim größten tauberfränkischen Volksfest. Im Vorjahr gab es pandemiebedingt nur einen sogenannten Messemarkt. Jetzt wird es wieder eine fast normale Messe geben. Gerade bei den Fahrbetrieben, bei den Schaustellern, da ist die Personalnot extrem hoch, aber auch beim Festwirt und zum Beispiel bei der Gänseliesel, die ja sehr groß, sehr präsent auf der Königshöfer Messe sind, ist der Personalmangel extrem sichtbar. Trotzdem sind fast alle Schausteller und Händler wieder mit dabei. Lediglich an einigen wenigen Stellen wird es ersatzweise sogenannte Ruheorte geben. Ein unverzichtbarer Bestandteil der Messe ist auch die Wirtschaftsmesse Arima. In den separaten Ausstellungshallen präsentieren jedes Jahr namhafte Aussteller aus der Region ihre Waren und Dienstleistungen. Diesmal fällt die Arima allerdings etwas kleiner als gewohnt aus. Leider ein Zelt weniger. Da ist natürlich die jetzige Krisensituation mit Schuld. Personal ist auch sehr knapp, auch bei den örtlichen und überregionalen Betrieben, die da immer ausstellen. Aber wir haben es auf die Beine gestellt und wir sind froh, dass wir die tolle Ausstellung wieder so qualitativ hochwertig anbieten können. In der Tauberfrankenhalle gibt es viel Live-Musik. Als Stargast kommt am Dienstag Bata Ilic zum Seniorennachmittag. Bereits am Samstag wird es auch wieder den hochklassigen Messelauf geben. Am Sonntag wird dann mit dem Verlesen der Markturkunde die Messe offiziell eröffnet, mit dem anschließenden Zug der Freiheit. Wir freuen uns auf die Königshofer Messe. Ich hoffe, Sie auch. Wir sehen uns dann in Königshofen vom 16. bis 25. September.